Ja, moin und herzlich willkommen zu meinem 1000 Abonnenten-Special. Ich habe mir diesmal für mein viertes Special etwas ganz Besonderes überlegt, wobei natürlich auch die anderen drei Specials was ganz Besonderes waren. Aber ich habe mir als wirklich Besonderes überlegt, dass es dieses Mal ein zweiteiliges Special werden wird, weil ich finde, 1000 Abonnenten innerhalb von ja, ein Dreivierteljahren, das finde ich einen ziemlich guten Wert für einen solchen Spartenkanal, wie ich ihn betreibe. So bezeichne ich das Ganze einfach mal. Denn das, was wir hier machen oder was ich euch präsentiere seit knapp 2 Jahren, das ist ja nun keine Massenware, kein, was weiß ich, Counter-Strike oder sonst was, sondern wir haben hier tolle Strategiespiele der Total War-Reihe. Und ich glaube, die 1000 Leute, oder dazwischen sind sogar 1050 knapp, die sich das ansehen, die sind mir sehr, sehr treu geblieben über die Zeit und es werden sicherlich noch viele, viele mehr werden. Und bisher haben wir knapp 600 Videos, glaube ich, hochgeladen. Und ich habe 600 Videos hochgeladen, eine ganze Menge. Und seit einigen Monaten ist es ein Video pro Tag. Das ist, glaube ich, ein guter Rhythmus und so machen wir auch weiter. Und jetzt, wie gesagt, steht mal wieder ein Special an und ich habe mir überlegt, eine Schlacht aus Napoleon Total War zu spielen. Wir hatten ja zuletzt beim 500 Abonnenten Special eine Schlacht aus Empire Total War. Und dieses Mal habe ich mich entschieden für die Schlacht aller Schlachten aus dieser Zeit, für die Schlacht von Waterloo. Ihr seht hier auf diesem Schlachtbildschirm, dass ich tatsächlich, ich wollte mal ein bisschen rumprotzen, alle Schlachten schon mal auf der höchsten Schwierigkeitsstufe sehr schwer gewonnen habe und dementsprechend überall diesen goldenen Adler mir verdient habe. Auch die beiden Versionen von Waterloo. Und ich sagte es gerade, es wird ein zweiteiliges Special werden und diese Zweiteiligkeit besteht darin, dass ich sowohl mit Frankreich als auch mit Großbritannien die Schlacht spielen werde. Heute gibt es den ersten Part mit Frankreich und dann etwas später, ich schätze eine Woche später, den nächsten Teil mit Großbritannien und wir werden heute sozusagen versuchen, mit Napoleon und seinen Männern die Schlacht von Waterloo entgegen der, ja, richtigen Geschichte zu gewinnen. Und ich würde sagen, wir legen mal direkt los und hören uns an, was Napoleon uns zu erzählen hat. Ich muss offen, dass Grouchy die Preußen weiter auf Trab hielt. Ney hat den Feind gezwungen, nach Norden zu gehen. Wir sind ihm auf den Fersen. Und jetzt ist da dieser englische General Wellington. Ich habe gehört, dass er gut war in Spanien. Besiegte Männer behaupten so etwas. Ist er so gut wie ich? Das werden wir sehen. Das werden wir sehen und die Schwierigkeit ist natürlich sehr schwer und Ich ich würde muss sagen, hoffen, wir dass. lassen das Gefecht direkt beginnen. Emperor Napoleon against Duke of Wellington and Gebhard von Blücher, wie ein Brite vielleicht sagen würde. Schlacht von Waterloo 1815 mit Frankreich. Ihr seht hier bereits die Schlachtaufstellung. Wir werden von Süden anrücken auf die britischen Stellungen zwischen Château-Hougoumont hier in links, La Haye Sainte und einem Bauernhof, ich glaube Plancenoit heißt der, rechts. Und wir werden hier, das ist Waterloo selbst, da ist nichts los, wir werden die britischen Stellungen angreifen und müssen uns außerdem der preußischen Verbündeten der Briten erwehren. Aber wir werden gleich erstmal einen taktischen Überblick bekommen vom Chef und dann werde ich mal meine einzigartige Taktik verraten. Also, ob die einzigartig ist, weiß ich nicht, aber es ist zumindest meine Taktik, mit der ich die Schlacht schon einmal gewonnen habe, auf sehr schwer und auch jetzt beabsichtige es so zu tun. Vielleicht könnt ihr einiges davon für eure eigenen Versuche mitnehmen. Ich weiß, dass Waterloo zusammen mit Trafalgar die schwierigste Schlacht ist bei den historischen Schlachten bei Napoleon Total War. Ja, hier seht ihr bereits strahlenden Sonnenschein. Es ist früh morgens, ungefähr 10 Uhr. Da begann die Schlacht mit einem massiven Artillerieschlag. Aber ich lasse erstmal Napoleon beginnen und er soll uns mal ein bisschen was erzählen. 18. Juni 1815. Dies wird Wellingtons letzte Begegnung mit mir sein. Nachdem er sein Schlachtfeld gewählt hat, müssen sich die Briten in den Bauernhöfen verschanzen. Aber Hougoumont zu meiner Linken wird bei Einbruch der Nacht mir gehören. In der Mitte liegt La Haye Sainte, das sich in der Hand der schlecht ausgerüsteten niederländischen Das ist Truppen falsch, es befindet. waren in Wirklichkeit Und zu Hannoveraner. meiner rechten Papelotte, ein Ach, hervorragender Papelotte, okay, ja. Ausgangspunkt für den Angriff gegen die Briten. Wellingtons Hauptarmee hielt den nördlichen Teil der Ebene von Mont Saint-Jean besetzt und wartet hinter einer Senke. Dies verschafft hier einen strategischen Vorteil. Ich muss also vorsichtig sein, wenn ich hier einen Angriff befehle. Ich habe Grouchy ausgesandt, die Preußen zu verfolgen.
Er muss sie jagen. Aber wird er mich benachrichtigen? Grouchy, Grouchy, er spielt mit meiner Geduld. Alles sehr dramatisch. Und ja, wir lassen erstmal ganz kurz das Spiel pausieren, um alles in aller Ruhe angehen zu können. Ich habe mich gerade eben erstmal geirrt. Der Bauernhof hier zu unserer Rechten und zu seiner Linken heißt natürlich Papelotte. Plancenoit, das ist die Stadt hier hinten, in der ein Teil der preußischen Verstärkung ankam. Meistens kommt die preußische Verstärkung im Spiel aus dieser Ecke, entweder hier lang oder hier aus dieser Straße, also irgendwo in diesem Bereich. Ich glaube, es ist manchmal zufallsgesteuert. Aber unser Hauptgegner sind natürlich die Briten, die verstärkt werden von Nassauern, Braunschweigern, Hannoveranern und Niederländern. Und da gibt es gleich erstmal ein fettes Lob von mir fürs Spiel. Denn mit Ausnahme dieses kleinen Schwenkers, dass eigentlich hier die King's German Legion drin sitzt und nicht die Niederländer, wie er gerade eben gesagt hat, ist diese Schlacht wirklich praktisch so genau nachgestellt worden von den Entwicklern des Spiels, wie man sie nur nachstellen kann. Sie haben praktisch alle besonderen Einheiten mit reingebracht, die es gibt. Hier im Wald, können wir jetzt nicht erkennen, hängen noch ein paar Nassauer Jäger, also aus dem hessischen Nassau, und auch hier sind die gefürchteten Schützen, die Rifles, die Sniper der Briten. Und wir sehen also eine extrem stark befestigte britisch, hannoveranisch und so weiter und so fort Stellung. Wir haben hier die Infanterie der King's German Legion, das sind Hannoveraner. Wir haben hier die Brunswicker, also Braunschweiger Linieninfanterie, und wir haben dann hier die Garde, ganz, ganz gefährliche Ecke. Wir haben britische Artillerie, das sind alle Sechsfünder, also mit einer hohen Feuerrate und Genauigkeit. Wir haben die Infanterie der Briten, wir haben hier dann die King's German Legion, das ist also die Staffelschützen der King's German Einheiten. Wir haben Duke of Wellington natürlich, wir sind in Dragonern, Leibgarde und Earl of Uxbridge. Die Briten haben gute Kavallerie in dieser Schlacht. Wir haben leichte niederländische Truppen, die hier schießen können, und wir haben hier dann, seht ihr schon anhand dieser Pfähle, dann hier die Scharfschützen der Briten, da ist es verdammt aufpassen. Wir haben hier dann die schottischen The Black Watch Einheiten, die sind auch äußerst gefährlich. Und wir haben hier dann nochmal Nassauer Jäger zum Zweiten. Und dann hier die schwächsten Truppen der Briten. Und hier werden wir auch ansetzen. 600 Artillerie und dann holländische Linieninfanterie und Dragoner. Das sind definitiv die schwächsten Einheiten der Briten, weil die halt auf ihrer linken Flanke und unserer rechten ihre holländischen Alliierten platziert haben. So, wie werde ich die Schlacht angehen? Ihr kennt mich ja für meine verrückten, durchgeknallten Taktiken. Also meistens sind sie natürlich ganz normal, aber in diesem Fall werde ich wirklich etwas machen, was man so nicht erwarten würde. Denn ich werde diese Schlacht genau andersrum spielen, im Gegensatz zu ihrer historischen Original-Aufstellung, möchte ich mal sagen. Im historischen Original hat Napoleon zunächst seinem Bruder Jerome befohlen, den Wald hier einzunehmen und anschließend diesen Bauernhof zu attackieren. Da hier aber reichlich gute Einheiten kleben, Braunschweiger, Gardeinfanterie, King's German und so weiter und so fort, würde es ewig dauern, diesen Bauernhof einzunehmen und hohe Verluste erfordern, während hier nach und nach die preußischen Verstärkungen ankommen und uns zwei Drittel der britischen Truppen, einschließlich der Kavallerie, überhaupt noch nicht behelligt sind. Wir würden uns hier festsetzen, würden hier verbluten, wir werden die Schlacht verloren. Dann hätte Napoleon ins Mittelteil der Schlacht, so gegen 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr, seinen Truppen befohlen, La Haye Sainte einzunehmen, also den Mittelteil der Schlacht. Hier sind sie abgeprallt an britischen Vierecken, die französische Kavallerie wurde vernichtet und auch die deutschen Scharfschützen haben enorme Verluste unter den Franzosen angerichtet, und zum Schluss ist selbst die alte Garde hier abgeprallt, mit dem bekannten Ergebnis, dass die Briten und Preußen zusammen mit ihren kleineren Verbündeten aus Hannover und so weiter die Franzosen vernichtend geschlagen haben. Wir müssen es also anders machen, um die Schlacht zu gewinnen, und ich werde es nicht nur etwas anders machen, sondern vollkommen anders. Das etwas anders wäre es jetzt nämlich, wenn wir anstatt links oder mittig anzugreifen, einfach rechts angreifen und die schwächste britische Flanke angreifen, nämlich die Holländer. Also die zwar britische Flaggen tragen, aber niederländisch sprechen und Holländer sind. Und dann würden wir sozusagen die Schlacht weiterführen, aber wir würden auf der rechten Flanke beginnen. Ich werde es aber vollkommen anders spielen. Ich werde nämlich mich zuerst um die Briten so gut wie gar nicht scheren und sie einfach auf ihren blöden Hügel lassen. Ich möchte, dass wir zuerst gegen die Preußen kämpfen. Es hört sich leicht verrückt an, ist auch leicht verrückt, aber ich werde zunächst meine gesamte Armee, mit Ausnahme von ein oder zwei Einheiten, diesen Hohlweg, den ihr hier seht, wo hier diese Abgrenzung ist, entlang führen, um die britischen Stellungen herum, immer hier unten lang, hier unten lang, hier unten lang, und dann hier links wieder abbiegen lassen und hier aufstellen, um hier oder hier, je nachdem, die preußische Verstärkung der Briten abzufangen. Wenn die Preußen vernichtet sind, werde ich mich mit der gesamten Armee hier diesen Hügel annähern und von hinten die rechte Flanke, also die britische linke Flanke angreifen, also die Niederländer, und nach das gesamte Schlachtfeld einfach aufrollen. Von hier einmal durch bis Château Hougomont. Wir werden uns also nicht frontal den Briten nähern, sondern von der Seite.
Ich hoffe, die Taktik verwirrt euch jetzt nicht allzu stark. Sie ist auf jeden Fall ein bisschen kongenial, aber auch, weil es immer eng beieinander liegt, ein kleines bisschen verrückt. Es wird lange dauern, diese Schlacht, mindestens eine halbe Stunde. Macht euch darauf gefasst. Aber ich finde, ein 1000 Abonnenten-Special, da muss man noch was Besonderes zeigen. Ja, unser Vorteil ist natürlich dann, dass wir in jedem Teil der Schlacht praktisch unsere gesamten Truppen zur Verfügung haben, während die Briten und Preußen jeweils nur ihren kleinen Teil haben. Und wir brauchen auch die Überlegenheit punktuell, weil wir, wie gesagt, insgesamt deutlich unterlegen sind mit der Truppe. Aber das wisst ihr sicherlich. Gut, ich würde sagen, genug gelabert. Den Rest zeige ich euch dann, wenn es losgeht. Ich schicke jetzt erstmal unsere Truppen auf den Marschbefehl. Wir haben insgesamt 4 Einheiten Linieninfanterie, die wir auch direkt so hier hinschicken. Wir haben dann 2x Grenadiere. Das sind sicherlich für mich die unwichtigsten Einheiten. Ihr kennt ja, dass ich, oder ihr wisst ja, dass ich mit Grenadieren normalerweise nicht allzu viel anfangen kann. Das ist auch in dieser Schlacht so. Dann haben wir Lanzenreiter. Die sind schon deutlich besser. Und wir haben, die habe ich schon geschickt. Hier haben wir Artillerie, und zwar 3 Einheiten, wobei vor allem diese Einheit, die berittene Artillerie, gleich sehr, sehr wichtig sein wird für uns. Die lasse ich mal direkt losrennen. Und wir haben einmal 12 und einmal 8 von der Artillerie, für die ich bereits ein besonderes Ziel habe, nämlich diese Einheit Dragoner hier oben. Die leicht niederländischen Dragoner, 60 Mann, die Last kann sich, andersrum, mein Deutsch ist wirklich grottig. Die kann man hier sehr gut erwischen, im Gegensatz zu den anderen britischen Einheiten, die alle, wie gesagt, verschanzt sind. Das hat Napoleon ja gerade eben richtig skizziert. Und wir werden sozusagen die Holländer parallel in unserer Artillerie schon mal ein bisschen angreifen, werden wir aber, wie gesagt, mit der Hauptarmee einmal drumherum marschieren. Dann haben wir hier schwere Kavallerie. Michel Ney, der Werte wie ein Kürassier hat und nochmal richtige Kürassiere, wenn man so will. Die kommen alle hier hin. Und zwar bitte im Galopp. Und dann haben wir die Liniengrenadiere hier. Und wir haben hier unsere Gardeeinheit. Junge Garde und 2x alte Garde. Noch irgendwo ist nochmal junge Garde. Ich glaube, wo ist denn die zweite? Da ist die junge Garde nochmal. Also hier haben wir jede Menge Gardeeinheiten. Ihr kommt erstmal dahin. Und Napoleon darf sich auch mal ganz kurz verpissen. Und diese Einheiten hier, würde ich sagen, das sind die einzigen, diese Linienfusiliers-Einheit, die wir als einzige hier lassen, um zu gucken, falls da Briten runterkommen. Dann noch Chasseur à Cheval, die guten Schusskavalleristen und Dernons schwere Kavallerie. Die haben so mittelgute Werte ungefähr wie, ja, auch wie Chasseur à Cheval, nur ohne Schuss, würde man sagen. Gut, los geht's. Ich hoffe, es gibt jetzt nicht allzu viele Verluste bei uns durch die britischen, Artilleriebeschuss. Wir schießen bereits volle Elle drauf auf die holländischen Dragoner und haben bereits 8 umgelegt. Ihr haut sofort ab. Die britische Artillerie sucht sich in der Regel als Ziel unsere eigene Artillerie aus, sodass wir auch einen guten Kugelfang haben. So, die Briten werden gleich schießen. Ich bremse die Kürassiere mal ganz kurz, damit die nicht voll ins Feuer kommen. Okay, dann haut ab. Achtung, sie kommen. So, und jetzt schnell durch, während die Briten nachladen. Das ist nämlich so die Schwierigkeit am Anfang, dass man so ein bisschen gucken muss. So, diese ganzen Einheiten hier, mit Ausnahme dieser einen Einheit, sollen ebenfalls hier lang marschieren. Oder hier vielleicht besser. Napoleon kommt auch mit. Jetzt heißt es wirklich abhauen. Unsere Artillerie steht unter heftigem Beschuss. Gibt aber auch heftigen Beschuss zurück. Und die lasse ich jetzt mal für die Zeit, wo sie da langlaufen, ganz fix rennen. Damit die nicht allzu viele Verluste haben. Wie sieht es hier mit den Briten aus? Da, 24 Jungs noch übrig. Das ist sehr, sehr gut. Also die Holländer haben fast eine Einheit bereits verloren. Und wir können unsere Truppen mal auswählen und kurz auf 1 setzen. Die haben zwar auch schon, glaube ich, eine Kanone. Nee, noch gar nichts verloren. Sehr schön. Die Linieninfanterie hat auch schon 10 Mann verloren. Sehr, sehr gut. Und wir haben bereits erste Truppenteile hier hinten. Sehr gut sieht das aus. Wir haben eine ganze Einheit von denen schon. Außer Atem zwar, macht aber nichts. Und wir gehen mit der Kavallerie und der berittenen Artillerie ganz schnell weiter. Um hier den Vorteil des schnellen Stellungsaufbaus genießen zu können, sag ich mal. So, hier auch nochmal. Euch brauche ich auch jetzt langsam mal. Ihr könnt auch mal ganz kurz bis dahin rennen vielleicht. Und immer Vorsicht mit den britischen Truppen. Hier haben wir ein paar Jungs verloren. Die haben ein paar Mann verloren. Aber es sieht noch halbwegs gut aus. So, die ersten Truppen sind fast weg, der Briten. Also der Holländer, um genau zu sein. Und hier müssen wir jetzt unsere Kavallerie hier am besten hinstellen. Und die Lanzenreiter, die kommen hier hin. In den Füsiliere. Und die Artillerie, die kommt auch besser erstmal hier hin. Jetzt kommt gleich ein bisschen ein hektischer Part. Am besten der Long als nächstes durch. Und auch die junge Garde, die kann sich mal ein bisschen verbreitern.
Und ihr, bevor ihr da durchmarschiert, verbreitet euch auch mal ein bisschen. Warte mal. Ihr, ihr und ihr. So. Den Part könnt ihr mal laufen. Die Truppen hier lassen wir hier stehen oder gehen wir hier hin. Und unsere Artillerie hat noch nichts verloren, außer ein paar Kanonierbesatzungen. Die sind bald weg. So. Jetzt wird gleich der hektische Part beginnen, weil die ersten Preußen gleich schon auftauchen werden. So, die sind jetzt alle aktiv und natürlich ein bisschen... Wo ist Napoleon? Der ist auch schon anwesend. Sehr gut. Das gibt einen wichtigen Moralbonus. Unsere Truppen sind teilweise frisch, teilweise aus dem Atem, aber es ist immer in Ordnung. So. Die meisten Truppen sind durch. Und jetzt ihr als nächstes. Bevor ihr Soldaten verliert, also die junge Garde jetzt als nächstes oder die alte Garde mit nochmal Linienfusilieren auch schnell durch. Die sind so wertvoll, die dürfen auf keinen Fall große Massen verlieren. Und da kommen die Preußen schon. Ihr seht's hier. Die preußischen Truppen sind da. Land, nee, Musketiere und Grenadiere zuerst. Und unser Plan ist aufgegangen. Wir können sie abfangen. So, jetzt heißt es hier die Artillerie schnell aufstellen. Und jetzt muss ich mich voll konzentrieren. Ich werde etwas weniger reden jetzt. Aber ihr seht ja auch, was passiert. Wir haben jetzt eine Kavallerie-Artillerie-Kombination hier. Mit Kartätschen werden wir kämpfen. Und abrotzen bitte. Es kann sein, dass die Kürassiere versuchen, hier einen Nahkampfangriff zu machen. Ich hätte jetzt gerne ein bisschen Infanterie hier als Backup. Achtung, sie schießen. Sie schießen. Aber wir schießen auch. Feuer bitte. Ah, die Kinder haben viel. Okay, also unsere Artillerie hatten leichte Probleme, sag ich mal. Kürassiere vielleicht rausschicken. Da ist Landwehr. Musketiere, 600 Artillerie, Landwehr nochmal. Gehen wir mal direkt da drauf. Die hauen schon ab. Das war jetzt nicht so sonderlich super. Aber wir machen mal einen Kavallerieangriff. Jawohl. Die Landwehreinheit hat schon mal ordentlich was verloren. Und alle unsere Einheiten kommen mit. Und ich hoffe, dass wir die Preußen massiv schwächen durch unseren Angriff. Vor allem moralisch. Wo ist Napoleon? Ja, das sieht gut aus. Grenadiere und Landwehr sind schon fast weg. Die Musketiere stehen noch etwas besser. Und wir haben nur mäßig hohe Verluste. So, hier haut bereits britische Artillerie ab. Und weiter geht's. Als nächstes schießen wir auf die irländische Infanterie. Mal ganz kurz Pause. Ich muss mal eben Truppen nachholen. So, noch mehr Kavallerie. Ihr kommt hier hin. Linienfusiliere. Und zack, zack. Seid ihr noch fit? Frisch. Sehr gut. Linien-Grenadiere. Weiter geht's. Und Lanzenreiter, die brauchen wir da jetzt auch nicht. Ich dachte, die Preußen könnten auch anders ankommen. Sie kommen aber hier an. Und wir haben sie gleich. Wir haben sie gleich. Die Moral, sie schwankt schon bei ihnen. Jawohl, die Landwehr ist weg. Jetzt auf die Grenadiere. Und da ist schon Blücher. Den werde ich jetzt auch noch erwischen. Und wir haben die Musketiere. So, hier ziehen sich preußische Landwehrtruppen zurück. Aber das will ich alles nicht zulassen. Wir haben noch Blücher und wir haben da jetzt... die wollen zu den Briten natürlich, okay. So, unsere Kürassiere kämpfen als nächstes gegen Gebhard Blücher, habe ich beschlossen. Damit er schon mal weg ist. Napoleon gibt ihnen mal einen leichten Bonus. So, unsere Infanterie ist da. Kann sich mal hier aufstellen. Da kommen preußische Dragoner. Die preußischen Musketiere sind sehr zäh, aber jetzt sind sie auch weg. Gut. Als nächstes geht's, wie gesagt, gegen Blücher, der hat schon die Hälfte seiner Leute verloren, und gegen die preußischen Dragoner. Ich bräuchte noch mehr Kavallerie, wenn es möglich ist, und Infanterie. Lanzenreiter sind auch gut. Ist, wie gesagt, eine sehr enge Stelle hier. So, ihr könnt auch jetzt nachrücken. Oh ja, die Hauptarmee. Die preußische Artillerie will ich noch erwischen. Ein paar Preußen sind durchgekommen. Blücher ist tot. Der erste große Durchbruch. Es sind Landwehr und Musketiere durchgekommen. Die Artillerie wird nicht durchkommen, dafür werde ich sorgen. Und zwar mit... Na, das ist nicht so gut. Am besten geht ihr da.
messen wir euch so auf. Und ich brauche ja noch eine Einheit, die irgendwie schnell ist. Vielleicht sogar Napoleon selbst. Der kann sich immer um die 6 von der Fußartillerie der Preußen kümmern, während hier die Lanzenreiter und Dragoner der Preußen untergehen gegen unsere geschwächte, aber immer noch gute Kavallerie. Und sie haben natürlich jetzt diesen moralischen Nachteil. So, Napoleon höchst selbst kümmert sich um die preußische Artillerie. Und es sind nur zwei preußische Einheiten durchgekommen. Einmal Landwehr, einmal Musketiere. So, er protzt ab, das kommt aber alles zu spät. Wir werden ihn vernichten. Jawohl. Jawohl, das sieht gut aus. So, jetzt schießen wir nochmal rein. Liniengrenadiere. Die ziehe ich mal zurück. Der Michelinie sieht noch gut aus. Und die preußische Artillerie ist besiegt. Dankeschön. So, die Preußen sind fast besiegt. Wir werden jetzt gleich unsere Kürassiere verlieren. Aber er dafür seinen Lanzenreiter. Und wir haben alles verloren. Stopp, 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 stopp. Wir haben alles besiegt, meine ich, von den Preußen. So. Okay, jetzt ist ein bisschen eine hektische Phase nochmal. Weil ich jetzt mal kurz gucken muss. Jetzt hier aus. Die Briten beackern unsere Artillerie. Die hat fast alle Kanonen verloren. Aber sie hat sehr viele Niederländer getötet. Und das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Musketiere und Landwehr sind hier einmal aufgerückt zu den Briten. Aber es sieht roundabout und alles insgesamt ziemlich gut aus. So. Also wir haben aus dieser ersten Phase der Schlacht einen klaren Vorteil mitgenommen. Und jetzt müssen wir irgendwie sehen, wie wir unsere Truppen hier hinbekommen. Gut. Wir haben noch 30 Minuten, um die Schlacht zu gewinnen. Und wir haben bereits die Preußen komplett besiegt, aber es wird jetzt lange dauern, weil auch die zurückliegenden Wege sehr, sehr lang sind. Ich könnte mir vorstellen lassen, die zumindest bis hier mal laufen zu lassen. Und die auch bis dahin mal rennen zu lassen. Sind alle noch frisch, dann können sie es jetzt auch mal erlauben. Gut, hier sind wie gesagt Nassauer Jäger, das sind Scharfschützen. Und hier haben wir die preußischen Truppen. Die sind die einzigen, die sich wirklich bewegen. Landwehr und Musketiere, das sind nicht gerade die besten. Weil Musketiere ordentlich sind. Und ich habe mal eben meinen Ventilator eingeschaltet, denn ich drehe diese Aufnahme gerade in einem Moment, wo es ungefähr draußen 28 Grad im Schatten sind. Und ich den PC natürlich in der prallen Sonne platziert habe, aber das ist natürlich so, wie es ist. Ich werde trotzdem weiterdrehen. Und wir schicken jetzt mit den ersten Linienfusilieren zweimal und Liniengrenadieren, die alle noch vollzählig sind, mit dieser 4-Mann-Tod da, schon mal nach vorne. Napoleon hat einen Mann verloren, aber er selbst lebt, das ist das Wichtigste. Und da kommen die Preußen, die Reste der Preußen. Wir stellen unsere Infanterie breit auf und ich bräuchte jetzt eigentlich ein bisschen mehr Infanterie hier. Michelinie, der kann sich mal bei der Hügel... schon mit der Mühle verstecken. Da hauen unsere Briten Artilleristen ab und die Mehrfünder, ja, die sind auch gleich schon weg. Die sind alle gleich weg. Das macht aber nichts. Die Linienfusiliere stehen noch und die Artillerie, dass ich die verlieren würde, hatte ich von Anfang an mit einkalkuliert. Die hat auch viel gutes Werk getan. Sie hat eine ganze niederländische Kavallerieeinheit vernichtet. Das ist mehr, als man erwarten kann von denen normalerweise. So, du gehst mal dahin. So, du gehst dahin. Und ihr umzingelt die. Immer möglichst werde ich jetzt die Taktik verfolgen, die Gegner mit möglichst wenig Einheiten, andersrum, mit möglichst vielen Einheiten von uns, möglichst wenige Einheiten des Gegners zu vernichten. Das ist eine, wie ich finde, sehr sinnvolle Taktik. Das ist übrigens eine Taktik, die Napoleon selbst auch sehr gerne angewendet hat. Gerade auch in seinem Feldzug 1814, 1815. So, jetzt geht's los wieder. Zweite Teil gegen die Preußen, Feuer. Wir haben den Vorteil der ersten Salve. Wenn die natürlich schießen würden, das wäre natürlich ganz genial. Liniengrenadiere und Linienfusiliere. Und hier haben wir nochmal Linienfusiliere. Die würde ich gerne dahin stellen. Und wie die Grenadieren, ihr ahnt schon, was ich jetzt machen werde mit den kleinen Knallern. Die werden jetzt mal auf Granaten umstellen. Und dann sich so reinbewegen, dass sie Granaten werfen können. Achtung, sie gehen ins Nee, was machen sie jetzt denn? Sie machen irgendwas ganz Komisches auf jeden Fall. Wir bewegen uns nochmal anders hin und lassen sie jetzt in Granaten werfen. Hallo. So. Eine merkwürdige Schlacht beginnt. Die Preußen wissen nicht, was sie wollen. Und ich würde gerne nochmal das Ganze machen.
Wir rücken weiter vor und werfen Granaten zum zweiten. Hallo, Granaten. Ah, die doofen Preußen, Mann. Ey, die kotzen mich sowas von an mit ihren Scheiß. So, jetzt. Jetzt aber. Werft. So, jetzt aber. 99 Mann sind noch übrig. 97. Ah, das war vor allem für die Moral gut. 10 Tote. So. Und Rückzug. Hier ist die Landwehr. Die kann man gut mit Kavallerie vernichten. Was haben wir hier noch? Chevaux à Légère. Michel Ney. Du gehst mal rein. Die preußischen... Die britischen Scharfschützen kommen. Nee, Nassauer Jäger sind das. Die kommen aus dem Haus raus. Sind die doof? Außerdem niederländische Infanterie. Oh, dann heißt das mal ganz fix zurückziehen hier. Und wir haben der neue noch im Einsatz. Unsere Lanzenreiter opfer ich mal gegen die niederländische Infanterie. Jetzt kommen die Briten langsam raus. Was haben wir hier? Da kommen britische Schützen. Und wir gehen in den Nahkampf. Fußartillerie interessiert uns nicht. Aber ich muss mich jetzt hier kümmern. So. Earl of Uxbridge. Schwere britische Kavallerie kommt an. Hier haben wir die preußische Landwehr vernichtet. Und es geht weiter mit Nassauer Jägern. Die sind auch leicht zu besiegen. Und die Briten, Artillerie der Briten auch. Jetzt geht's um alles. Die sind alle schon geschwächt, die Briten. Das sind die von der linken Flanke. Die Preußen hauen ab und nachrücken. Zack, hier kommen die Briten an. Und vorwärts. Das ist Vorsicht. 42. Infanterie Blackwatch. Da müssen wir uns irgendwas ganz Besonderes überlegen, um die zu vernichten. Derlon lasse ich aufrücken. Earl of Uxbridge gegen Derlon. Das Duell der Giganten, wenn man so will. Ich lasse Derlon mal ein bisschen aufpumpen von Napoleon. Und rein geht's. Und ihr geht ins Carré. Die Rest dieser Truppen gehen ins Carré. So, zack. Dann brauche ich ganz dringend Truppennachschub. Was haben wir hier? Chevaux à Légère Lanzenreiter. Komm her. Die können sich breiter aufstellen, um noch mehr Feuerkraft zu haben. Die schießen niederländische Linieninfanterie ab. Da sind Nassauer Jäger. Und da hinten kommt irgendwie Leibgarde und 600 Briten Artillerie. Da würde ich sagen, unsere Jungs dürfen mal einen Sturmangriff wagen auf. Und Vorsicht, wir werden beschossen. Oh, das war nicht gut. Das habe ich nicht. Und jetzt als nächstes auf die Briten Artillerie drauf. Und am besten gleich wieder zurück. Ich muss Truppen nachholen, sonst wird das da ganz eng. Wir haben jetzt hier junge Garde, Linienfusiliere und Grenadiere. Hier sind Earl of Uxbridge Einheiten, das ist schwere britische Kavallerie, die fast bedient ist. Ja, Länder und Blackwatch, die machen mir noch am meisten Sorge. Und hier haben wir leider es nicht geschafft, die Briten zu besiegen. Also mit der nächsten Einheit rein. Leibgarde ist noch da. Doch, haben wir besiegt. Die Briten Artillerie ist begeistert und frisch. Hä? Aber haut ab, ich verstehe es gerade nicht. Leibgarde und Wellington kommt. Oh, jetzt müssen wir alles in die Schlagschale werfen, was wir haben. Napoleon kommt aber lieber zurück. Oh Gott, jetzt kommt die totale Hektik. Das kenne ich von den Briten gar nicht, dass sie so aggressiv sind. Aber unsere zweite Reihe steht. Unsere zweite Reihe steht. Alles ruhig. Wellington ist da. Wir können ihn töten, aber das heißt jetzt ruhig sein. So. Ab ins Carré, da habe ich es leider verpasst. Blackwatch ist anwesend und unsere Chevaux à Légère, keine Ahnung wie sie heißen. Ihr geht mal lieber auf die Briten Artillerie da hinten drauf. Schnell weg. Seid ihr noch frisch? Aktiv, das ist auch gut. So, zwei Carrés und hier ist Earl of Uxbridge hoffentlich gleich auch tot. Das ist zwar keine Generalseinheit, aber eine gute Kavallerieeinheit. Earl of Uxbridge ist übrigens in der Schlacht selbst schwerst verwundet worden. Er hat ein Bein verloren. So, weiter geht's auf die Niederländer, die immer noch da sind. Unsere Füsiliere stehen aber auch sehr gut und die Leibgarde sowie die Blackwatch sind noch aktiv, aber jetzt nicht mehr gleich, meine Lieben. Und tschüss, junge Garde und unsere Kollegen von der Linieninfanterie und eine ganze Einheit Liniengrenadiere schießt die Briten geradezu ab. Die werden wir sicherlich auch noch verlieren hier, aber wir schießen die Briten einfach so ab, das ist sehr praktisch gerade. Leibgarde und Blackwatch. Dann haben wir hier auf dieser linken Flanke schon sehr, sehr gutes Werk getan. Ihr schießt auch weiter, habt aber hohe Verluste. Hier kommen andere britische Einheiten. Also die lösen ihre Schlachtformation jetzt langsam auf, aber ganz langsam. Wir haben immer noch den Vorteil, dass wir unsere, oder fast unsere gesamte Armee hier auf der rechten Flanke positioniert haben. Was ist das? Leibgarde. 10 Mann. Das muss ja nicht sein, dass sie noch leben. Hauen ab. Sehr wohl. Sehr gut. Auch besiegt. Und jetzt auf die Galinische Infanterie. Die Black Watch dürfte auch gleich weg sein. Das sind gute schottische Einheiten. Eine Elite-Einheit. Wenn die weg ist, haben wir einen großen Vorteil. Und die Holländer dürfen vielleicht auch nicht mehr existieren. Unsere Chevaux, wie heißen sie? Lanzenreiter, wie auch immer, haben es geschafft, die Artillerie zu besiegen. Sehr gut. Also es geht Stück um Stück. Und die sind auch weg. Und jetzt geht als nächstes auf die... Stopp, stopp, nicht schießen. Munition sparen, bitte. Das ist ganz wichtig bei solchen Schlachten, wo es hart auf hart kommt. Munition sparen ist ganz, ganz wichtig. Könnt ihr noch kämpfen? Was ist das hier? 8 Pfünder Fußartillerie oder habt ihr eure Einheiten?
Wo standen die denn, die Kanonen? Alle kaputt, die Kanonen, oder? Die sind kaputt. Dann geht mal auf die Gewehrschützen drauf. Und ihr könnt... Naja, gegen Garde-Infanterie im Nahkampf ist auch Blödsinn. Also, die sind auch gleich weg, diese Einheiten, das sehe ich schon. Die Briten kommen jetzt mit fast allem, was sie haben. Wellington ist inzwischen wieder weg. Aber die Niederländer, die sind ganz schön zäh, die Kleinen, du. Und Feuer. So, die sollten gleich weg sein. Die sind gleich weg. Jawohl, tschüss. Danke, reicht. So, jetzt besetzen wir diesen Punkt hier. Und können vielleicht darunter schießen, wenn die da ankommen. Das wäre doch geil. Und unsere dritte Reihe steht auch schon. Da ist jetzt auch die alte Garde mit dabei. Und oh, geil. Zweimal alte Garde, einmal junge Garde haben wir da noch. Wir lassen sie aufrücken. Und wir haben noch meine Lieblingskavallerieeinheit. Das kennt ihr aus der Frankreich-Kampagne. Chasseur à Cheval, die Schützenkavallerie. Muah, die liebe ich. So. Die bringen uns nichts mehr, diesen am Vorrücken. Und Napoleon selbst ist die einzige Nahkampfkavallerieeinheit, wenn man so will. Aber wir haben noch richtig gute Truppen. Auch wenn der Balken hier uns eine Niederlage prophezeit, ich glaube nicht daran. Ich glaube, dass wir hier die anrückenden Briten nach und nach jetzt vernichten können. Die britische Artillerie ist hier halb eingegraben. Die ist eingegraben, die nicht. Und da sind Dragoner. Vorsicht, das sind Schützen. Oh, das muss ja nicht sein, dann ziehen wir uns zurück. Gewehrschützen, die sind sehr gefährlich, haben einen hohen Bums und ich würde vielleicht die Grenadiere hier gerne in das Haus stopfen, oder? Ja, das wäre vielleicht keine schlechte Idee. So, stellen wir uns da auf. Und jetzt müssen wir gleich den Moralvorteil, den wir durch die alte Garde haben, voll nutzen und wir müssen vor allem unsere Truppen dann auch wirklich einsetzen. Also, so einsetzen, das niederländische Flankeur ist Leichtinfanterie. Dadurch, dass sie sich in Reichweite begeben hat, hat sie bereits einen Nachteil gegen uns. Sie wird zwar den ersten Schuss haben, denke ich. Nein, wird sie nicht. Wir haben den ersten Schuss. Wir haben ein Haus erobert, wie es auch befohlen wurde von mir. Und da kommen leichte Infanterie der King's German Legion, ebenfalls leichte Truppen, denen ich mal die junge Garde entgegenwerfe. Und wir haben hier zweimal alte Garde. Die muss jetzt wirklich hier auf den Hügel und den Moralvorteil für uns voll ausspielen. Wir haben hier die Chasseur Cheval, die geht mal hinter den Hügel. Napoleon selbst kann sich das Ganze aus sicheren Fernen angucken. So, es geht ums Ganze. Jetzt kommen die Briten. Wir sind drin, wir sind im Haus. Müssen uns verteidigen. Da kommt Brunswicker, also Braunschweiger, und hier ist niederländische Flankeurs. Die kämpfen gegen unsere Infanterie und haben gleich den Moral-Debuff, nämlich die alte Garde. Gleich zwei Einheiten davon. Das überlebt keine eine feindliche Einheit lange. So, Feuer. Zack. Junge Garde schießt hoffentlich. Und macht sich mal lang, damit sie auch mehr Leute schießen. Da haben wir gerade eben eine ganz kurze Schlacht schnell gewonnen. Und die Briten kommen jetzt wirklich mit Macht an, aber wir haben die bessere Position. Wir können sie abschießen, wenn wir es wollen. Standhaft, aber die sind gleich weg. Dafür sorge ich. Standhaft. Was kommt da an? Garde-Infanterie. Jetzt heißt es aufpassen. Und dahinter kommen Brunswicker und King's German Legion Einheiten. Die sind auch sehr gut. Feuer. Hier haben wir unsere Kavallerie. Die könnten wir theoretisch da hinten mal hinschicken, weil sie sind auch Dragoner. Nee, 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 das will ich alles nicht. Oder noch nicht. Die schießen gleich sicherlich. Ach, ging alles in den Hügel rein. Ab nach hinten mit euch. Napoleon darf näher kommen. Die Briten, da ist Dingens. Ihr wisst, was ich meine. Jetzt sind bloß hier für diese Dinger. Oh, warte mal, jetzt muss ich ganz mich konzentrieren. Stopp, oh Gott. Hinter die Gardeeinheit. Hinter die Gardeeinheit und dann auf Wellington. Nein, nicht doch, nicht rein, ihr Deppen, nicht rein. Weg da, jetzt auf Wellington. Auf Wellington, auf Wellington, auf Wellington. Nicht auf die Briten, auf Wellington. Auf Wellington drauf. Dass wir die ganze Einheit werfen. Wenn er stirbt, dann ist es alles wert gewesen. Ja, die haben geschossen, sehr gut. Und jetzt auf Wellington drauf, immer drauf, hinterher. Und jetzt Moral-Buff durch Napoleon. Jawohl, hat's gebracht. Alte Garde ist anwesend. Und Garde-Infanterie und alles, was wir brauchen. Jetzt muss Wellington sterben. Der darf auf gar keinen Fall entkommen. Drei Mann noch übrig, darunter Wellington. Drei. Oh, was ist das spannend heute. Nein, er darf nicht entkommen, auf gar keinen Fall. Hinterher. Oh, oh, oh.
2. Er ist tot, jawohl. Wellington ist weg. Wir haben gewonnen. Sag ich einfach mal so. Jetzt auf die Gewehrschützen drauf. Die Briten haben den Moralmalus. Die King's German Einheiten werden gleich fliehen. Die Garde Infanterie wird gleich auch fliehen. Wir haben es, glaube ich, fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Wir stehen kurz vorm Sieg. Oh, die Schlacht ist sehr schwer. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das. Ich bin fest davon überzeugt. Ab in Nahkampf in der Junggarde gegen die euren Gewehrschützen hier. Ihr dürft nicht mehr schießen, damit ihr eure eigenen Leute nicht über den Haufen ballert. Und hier sind die Garde-Infanteristen der Briten gegen unsere junge Garde. Napoleon muss abhauen. Die alte Garde von uns darf sich mal anders aufstellen. Und die ebenfalls. Hier geht es im Nahkampf gegen britische Gewehrschützen, die sehr standhaft sind im Nahkampf, scheinbar. Da kommen britische Dragoner an, das wird also noch schwierig. Und hier kämpfen wir im Nahkampf gegen die britischen anderen Einheiten. Was kommt da an? Infanterie against Germany, Jin wird abgeschossen und abgemetzelt, aber unsere Garde ist noch fast vollzählig, unsere alte zumindest. Der muss raus aus der Schusslinie. Er hat in ein paar Minuten wieder seine moralisierende Funktion. Wir haben nochmal Moralbuff bekommen, jetzt geht's gegen die Briten. Ihr könnt wieder schießen, wenn ihr wollt. Die Einheiten werden wir beide gleich, schätze ich mal, verlieren. Also im Norden wird es nochmal kritisch, aber hier haben wir die britische Garde-Infanterie. Gebrochen, sie ist gebrochen, jawohl! Jetzt die Garde! Sie sind noch frisch, die Briten sind müde, wir sind frisch! Ich muss aufpassen auf die britischen Dragoner hier, wenn die uns attackieren, wird es schwierig. So, sie kommen an, die britischen Dragoner kommen an, ich muss jetzt ins Karree. Kommen, was wolle, wenn sie hier ankommen, muss ich auch mit denen ins Karree. Jawohl, muss ich. Aber wenn die Briten jetzt weiterschießen, werden sie auch ihre eigenen Leute erwischen. Wann gibt es die Moralbuff? In ein ganz paar Sekunden. Dragoner, die ziehen sich scheinbar zurück, aber wir schießen ja auch auf die Garde-Infanterie. Die schießen auf alles, was sich bewegt. Und hier sind wir 30 gegen 33. Es wird ganz knapp. Ihr nochmal dazu, ab in Nahkampf. Komm, rein in Nahkampf. Napoleon, gleich hast du es. Gleich können wir wieder den Moralbuff. Aber brauchen wir eigentlich gar nicht. So, jetzt kannst du dich auch wieder raus aus der komischen... Und dann gehen wir dir nochmal in den Nahkampf. Und ihr auch raus aus dem Nahkampf. Die Dragoner sind ganz weit weg zurzeit. Nicht schießen. Und rück zum Napoleon. Sammeln. Jawohl, sammeln und zurück. Feuer. Beide Einheiten ziehen sich zurück. Die Briten und wir. Aus dem Haus. So, jetzt sind weg. Ja, die britische Garde ist weg. Puh. Durchatmen. Da hinten sind noch die Pfünder, also die Artillerie. Jetzt ab ins Karree. Die britischen Dragoner kommen. Schützen das noch. Durchatmen. Es ist noch nicht entschieden. Wir haben das Haus wieder besetzt. Die Briten verlieren Einheiten noch. 30 Mann. Sie sind sehr müde. Sie sind müde oder sehr müde. 27 Mann noch. Wir laden sehr schnell nach und haben eine sehr hohe Trefferquote. Und wir haben noch Munition. Wir haben noch 30 Minuten. Daran wird es nicht scheitern. Jawohl, die Dragoner sind weg. Sehr gut. Die Dragoner sind weg. Okay, weiter geht's. Ganz ruhig. Boah, das ist echt nervenaufreibend. Er ist noch frisch, aktiv, außer Atem. Das ist alles ziemlich gut. Die hauen ab. Da hinten sind jetzt noch zwei britische Einheiten, die wir schlagen müssen. Am besten kommen wir, wie gesagt, von hinten, so ein bisschen schräg noch, weil die auf uns schießen schon wieder. Ich würde sagen, ich mache mit Napoleon diese britische Artillerie da hinten fertig. Wie sind die positioniert, die Kanonen? Die können sich ja nicht ganz nach hinten stellen. So, wir haben sie, denke ich, jetzt aus der Reichweite. Müssen wir uns mit der alten Garde da hinstellen können. Napoleon ist außer Atem, aber ich lasse ihn jetzt auf die Britenartillerie. Und nicht ganz. Ich lasse ihn erstmal von hinten kommen und dann hinten drauf. Ich will jetzt nicht auf den letzten Meter noch den Erfolg in der Schlacht riskieren. Wir haben nur noch ganz wenige Einheiten, wie ihr seht. Jetzt drauf. Das ist die befestigte Stellung.
Wie darf sich Napoleon persönlich kümmern, der gute Kampfwerte hat. Stopp, da, 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 da. Jawohl. Moralischer Bonus für uns. Und ihr rennt ab sofort. Jawohl, jawohl, das sieht gut aus. Wir haben einen Vorteil. Zwischenzeitlich haben unsere Linieninfanteristen hier hinten übrigens die Nassauer Jäger der Briten vernichtet. Jawohl, die Artillerie haut ab. Sehr gut. Napoleon lebt immer noch. Sie hauen alle ab. Wir haben gewonnen. Juhu! Yes! Ein großartiger Sieg. Wer kann bestreiten, dass dies der größte Triumph unseres Volkes ist? Niemand. Knapper Sieg. Aber richtig knapp. Aber richtig toll. Wir haben es geschafft. Jawohl. Wir sehen hier die Einheitenstatistik. Napoleon hatte knapp 2000 aufgestellt, hat davon 1652 verloren und 2122 getötet. Wellington hat fast so viele aufgestellt wie wir, 1590 verloren und 1318 getötet. Und Blücher hat 936 aufgestellt, 770 verloren und nur 267 getötet. Und ihr seht, daran liegt der Schlüssel zum Sieg. Wir waren 2-3 unterlegen ungefähr, wenn man Wellington und Blücher zusammenzählt, gegen Emperor Napoleon. Und wir haben wirklich, dadurch, dass wir die Preußen ganz schnell ausgeschaltet haben, den Grundstein für den interessanten und fantastischen Sieg gelegt. Einheiten getötet, hier seht ihr nochmal, die alte Garde war ganz entscheidend, die Kavallerie aber auch wenn da häufig nicht so viele Leute stehen. Junge Garde war wichtig und natürlich unsere Infanterie und Michel Ney auch ganz, ganz besonders wichtig. Und ich würde sagen, bevor ich die Schlacht beende, ja, muss ich jetzt noch feststellen, dass wir natürlich jetzt einen ganz, ganz gefährlichen Riss im Raumzeitkontinuum verursacht haben, denn wenn Napoleon Waterloo gewonnen hätte, was wäre dann passiert? Ich möchte nicht wissen, was dann passiert ist und deswegen gibt es, wie gesagt, in einem zweiten Teil dann die Kittung und die Reparatur, so will ich doch hoffen, denn dann werden wir mit Wellington und seinen preußischen Verbündeten versuchen, diesen Riss im Raumzeitkontinuum wieder auszubessern und mit den Alliierten Napoleon zu schlagen, damit alles wieder so kommt, wie es in der Realität auch gekommen ist. Ich verabschiede mich erstmal für diesen ersten Teil von euch und wünsche noch eine schöne Woche und macht's gut. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dieser Schlacht haltet, ob euch die Taktik zusagt und ob euch dieses Special gefallen hat. Ich brauche erstmal eine Pause. Ich bin schon halb abgekämpft hier, genauso wie die Truppen von Waterloo. Und wie gesagt, man sieht sich und ich wünsche noch eine schöne Zeit. Bis dahin. Tschüss.